Ihr habt es irgendwie am Titel wahrscheinlich schon erkennen können. Ihr hattet recht, ich hatte Unrecht. Warum ich das gar nicht mal so schlimm finde und warum das Ganze im Endeffekt ein ganz, ganz großer Lerneffekt für mich war, werde ich euch später sagen. Jetzt werde ich euch erstmal kurz sagen, worum es geht. Der grüne Koloss, der macht immer noch so ein paar Problemchen. Werde ich kurz drauf eingehen. Wir werden es beheben und am Schluss werde ich euch sagen, warum das auch für euch ganz, ganz interessant sein könnte und ihr das vielleicht auch für euch anwenden solltet. Denn da wird man auf jeden Fall ein gutes Stück schlauer, aber darüber später ein paar Informationen. Thema Absaugung. Darauf bin ich jetzt die letzte Zeit ein bisschen öfters drauf eingegangen, weil das so der Grund war, weswegen ich die ganze Zeit nicht so effektiv hier in der Werkstatt arbeiten konnte. Das habt ihr wahrscheinlich so ein bisschen an den Videos gemerkt. Das hat nicht so viel Spaß gemacht, weil die Absauganlage einfach nicht so gut funktioniert hat. Und weil es halt eben in Zukunft besser gehen soll, soll die hier noch besser abgesaugt werden. Worum geht es genau? Es geht um hier diesen Absaugschuh. Kurze Vorinformation. Vorher war ja dieser Absauganschluss hier. Der ging vorher nach oben und vorher ging da nochmal 90 Grad Bogen drum. Also super viele Turbulenzen, super viele Einschränkungen, was die Luftgeschwindigkeit angeht. Und deswegen habe ich die darüber gebracht. Ich habe es im vergangenen Video getestet und die hat es ziemlich gut abgesaugt. Aber allerdings, wenn man nur die linke Hälfte benutzt, das sind immer noch 30 cm, aber weil ich natürlich die Messer auch gleichmäßig verbrauchen will, will ich natürlich auch die rechte Hälfte immer halb halt eben nutzen, dass die Messer gleichmäßig abgenutzt werden. Und ganz genau das ist der Punkt. Viele von euch haben mir geschrieben, Philipp, du musst eine Schräge hier dran machen, damit das Ganze vernünftig abgesaugt werden kann. Ich habe es die ganze Zeit so noch ausprobieren wollen und deswegen habe ich das halt eben in einem von den vergangenen Videos so umgebaut, dass der Absaugstutzen hinten auf der Seite liegt. Jetzt werden wir das Ganze umändern. Wir werden das Ganze wegschweißen dieses Mal. Ich habe ein neues Schweißgerät, deswegen kann ich das jetzt noch besser umsetzen. Und wie gesagt, wir werden das jetzt mal umsetzen und später sage ich euch, warum das eben so gut ist, wenn man solche Fehler macht. So, das heißt jetzt erstmal nochmal alles auseinanderbauen. Das ist so schön, mit diesen Rohrelementen bekommt man das vergleichsweise so einfach auseinander. Zack, das war's schon. Mein Plan sieht jetzt wie folgt aus. Ich will jetzt hier diese Seite wieder verschließen und danach möchte ich hier eine großzügige Schräge dran packen. Das heißt, ich muss hier das ganze Teil auseinanderschneiden und danach soll hier halt eben der neue Angang dran geschweißt werden bzw. geöffnet werden und das werden wir jetzt machen. Da habe ich ein paar Tricks für euch, wie ihr das auch machen könnt, wie es vor allen Dingen einfacher geht. Darum geht es heute. Im Vergleich zum letzten Mal müssen wir jetzt hier nicht rumexperimentieren, um das festzuschweißen, denn dieses Mal können wir das Ganze per Wick festschweißen, da freue ich mich schon mega drauf. Damit geht's jetzt los. Wir haben ja gerade die Absaughaube an der Seite verschlossen und als nächstes können wir mal die Position so markieren. Und da ist ein riesengroßer Tipp an euch, benutzt Kreppband, wenn ihr irgendwas mit Blech macht. Ihr könnt einfach das Ganze gut auf das Blech draufpacken und könnt besser sehen, wo ihr halt eben schneidet. Ich werde mir jetzt kurz was ein bisschen messen und dann können wir schauen, dass wir losschneiden.
Ah, leck. Endlich. Ganz genau, jetzt können wir es ausprobieren. Alles ist aufgebaut, jetzt können wir es ausprobieren. Zum Wohle der Wissenschaft habe ich hier schon eine ganze Eichenbohlen einfach verhobelt. Aber auch die werden wir jetzt wieder benutzen, um zu schauen, wie gut das Ganze funktioniert. Und bleibt unbedingt dran, wir schauen auch gleich in die Absaugkörbe rein, wie viel da noch drin liegt. Also Leute, nur damit ihr euch das mal vorstellen könnt, ich habe jetzt die ganze Zeit links, rechts gehobelt und habe sogar den schnellen Gang reingemacht und ich habe am Schluss immer einen halben Zentimeter weggehobelt. Das waren zwei Durchgänge, wie gesagt, eben war unsere Bohle 2,5 Zentimeter dick, jetzt ist sie noch 8 mm stark, vorher war sie 44 stark. Das heißt, ich habe gerade aus diesem kompletten Eichenbrett Eichenspäne gemacht. Was tut man nicht alles, um zu zeigen, was so eine Maschine kann? Ganz schön cool. Das kann man jetzt sogar schon Bier. Das mache ich das nächste Mal immer, wenn ich Furnier brauche. Ich hobel einfach von 40er Blockware einfach alles auf 8 mm runter. Wir schrauben das mal oben ab. Ah, nee. Okay. Okay, okay, okay. Okay, okay, okay. Zeichne euch das ein bisschen. Also, offensichtlich haben sich hier Späne angesammelt. Jetzt ist es aber so, ich habe mich tatsächlich diese Woche noch mit einem Schreiner unterhalten. Die haben auch so eine ähnliche Hobelmaschine. Und er hat auch gesagt, bei denen liegt auch oftmals noch Hobelspäne liegen da oftmals auch noch in der Absaughaube. Das machen die alle paar Wochen mal auf, wenn sie sowieso alles auseinander machen und sauber machen. Und dann saugen sie das ab. Aber die können trotzdem absaugen, ohne dass vorne der ganze Haufen halt eben rausgeschossen wird. Das zeigt mir auch so ein bisschen das, guter Deutsch, weil in der Hobelmaschine nämlich keine Späne sind. Also meine Vermutung ist jetzt noch, dass sich die Späne hier zwar ansammeln, aber hier sammelt sich nichts an. Wie gesagt, das hier ist einfach runtergefallen, aber hier sammelt sich halt eben nichts an. Das ist so meine Vermutung, weil bei der anderen Absaughaube, dem Typen davor, war es halt eben so, dass sich die Späne bis hierhin angesammelt haben und dann hier gar nichts mehr ging. Also ist das jetzt auf jeden Fall schon mal ein großer Vorteil. Aber natürlich muss ich da auch mal schauen, wie das funktioniert, wenn ich richtig viel hobel. Ich glaube, das war eine der coolsten Aufnahmen, gerade eben, wo wir zusammen die Spanhaube leer gesaugt haben. Das hat gezeigt, wie viel Bums hinten die Absauganlage hat. Das ist echt eine coole Sache. So, machen wir das mal nochmal fest. Ich habe da auch noch so eine Idee, aber darum geht's gleich. Also Leute, ich habe ja am Anfang vom Video so ein bisschen das Thema angesprochen, wo ich jetzt noch ganz kurz drauf eingehen werde, warum ich das nicht direkt so gemacht habe, wie es viele von euch auch geschrieben haben. Das wäre gelogen, wenn ich sagen würde, das war meine Idee. Das haben ganz, ganz viele vor euch geschrieben. Das hat auch ein Schreiner gesagt, dass, als er hier war, ja, mach besser hier in der Mitte so einen Stutzen, das saugt das besser ab. Warum habe ich das gemacht? Ich habe so eine gewisse Grundintention, die ich hier mit dieser Werkstatt verfolge. Ich möchte etwas machen, was mir Spaß macht. Und ich möchte währenddessen ganz, ganz viel dazulernen. Deswegen habe ich teilweise so alte Maschinen. Deswegen mache ich manchmal ein bisschen mehr Maschinenbau, weil man halt da super, super viel dazulernen kann. Zum Beispiel das Fließband. Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass es funktioniert, dass man mobiles Fließband bauen kann. Ich mache so ein altes Bandsägenprojekt als Restauration, damit ich sehe, okay, ey, das klappt, man kann das reparieren. Und auf diesen ganzen Wegen, bei diesen ganzen Projekten habe ich so unfassbar viel schon gelernt, weswegen ich das am Anfang von hier diesem Ding nicht so breitgeschlagen habe. Ich weiß, es sind ganz viele in den Kommentaren dabei, die es oftmals besser wissen. Das hält mich aber nicht davon ab, manchmal was umzusetzen, wo ich denke, okay, es wird wahrscheinlich besser sein, wenn man es so macht, aber ich will für mich herausfinden, ob es auch anders funktioniert. Ich will wissen, ob man andere Wege gehen kann, ob die dann auch funktionieren. Und das ist auch so die Grundintention, die ich ja schon am Anfang vom Video angesprochen habe. Ich will dazulernen, was auch teilweise nicht funktioniert.
Und da ist so ein witziger Faktor, den man am Anfang vom Video gesehen hat. Und zwar ist das zum Beispiel das Wegschweißen. Als ich das Wegschweißgerät vorgestellt habe, konnte ich gar nichts. Das war ungefähr vor 3 Wochen. Ist wirklich nicht lange her. Also in der Videozeit ist es quasi länger her. Aber das habe ich vor 3 Wochen in etwa gedreht. Ich habe das noch nie gemacht. Beziehungsweise einmal, da hat ein Kollege aber einen Stromschlag bekommen in der Ausbildung und dann durften wir es auch nicht mehr benutzen, das waren etwa 30 Minuten. So habe ich zum Beispiel genau bei diesem Projekt nicht nur eine Sache gelernt, dass das mit der Absaughaube so besser funktioniert, sondern auch, wie man Puls schweißt, also Puls wickt oder wie man es halt eben nennt. Das hat mir tatsächlich noch ein befreundeter Schreinerkollege erst vor ein paar Tagen gesagt und hat gesagt, ach guck mal, das hat auch die Pulsfunktion. Ich so, ja, ja, weiß ich, aber ich weiß nicht so genau, was das ist. Und er hat gesagt, ja, da geht der Strom hoch und runter, du kannst gleichmäßigere Nähte ziehen. Das war das, was wir ganz am Anfang vom Video gemacht haben und das war das allererste Mal, wo ich das halt eben gemacht habe. Das war ein Übungsprojekt und jetzt weiß ich, dass mein Schweißgerät das kann. Natürlich sind die Einstellungen nicht perfekt, nicht ideal, weit von einem perfekten Ergebnis. Aber ich habe jetzt bei einem ganz großen Projekt die Möglichkeit gehabt, das halt eben zu üben. Und das ist mal so mein Ding, was ich euch empfehlen will. Wenn ihr denkt, dass etwas funktionieren könnte und ganz, ganz viele sagen, das funktioniert nicht, dann probiert es mal aus. Natürlich würde ich jetzt nicht sagen, man kann sich irgendwie an einem Strick irgendwie an der Brücke unten festmachen und einmal drunter durchschwingen. Sowas natürlich nicht. Aber solche Sachen, wo so banal sind, wo sich höchstens ganz, ganz viel im Internet aufregen, weil ich es nicht direkt so mache, das sind super Projekte. Ihr könnt so viel dazu lernen und das waren halt die 2 Lernpunkte, die ich halt eben heute gemacht habe. Das ist richtig cool. So lernt man, wie ich finde, super, super gut. Deswegen mache ich auch keine Schweißübungsprojekte. Ich fange einfach mit den Projekten an, weil ich dann hier bei richtigen Projekten besser sehe, wo man halt eher das Verfahren benutzt, wo man dann sieht, okay, hier ist es jetzt sinnvoll. Ich hätte zum Beispiel mir nicht die Arbeit gemacht, um hier so einen Kasten zusammenzubauen, nur um zu üben. Dann fange ich lieber bei so einem Kasten an. Der sieht zwar nicht so super schön aus, aber so kann ich für mich persönlich am besten lernen. Zum Beispiel auch hier den Anschluss, das ist 1er Blech, auch hier dieses 2er Blech oder das ist noch dünner vielleicht, 0,8er Blech. Das hat richtig gut funktioniert. Es ist zwar nicht schön, aber selten und ich habe was dazugelernt. Also Leute, macht Fehler, das ist saugut. Ihr könnt so viel dazulernen. Ich habe jetzt hier ganz viel dazugelernt und habe jetzt auch eine Hobelmaschine, die ich hoffentlich, wir wissen es ja nicht ganz genau, besser absaugen kann. Falls das jetzt mit der Absauganlage immer noch nicht so richtig funktioniert, habe ich mir was überlegt, dass ich mir hier 2 Stutzen mache, dass ich das Ding im Prinzip ausblasen kann, während die Absauganlage läuft und ich so einfach mit einem kurzen Gebläse die Späne wieder ein bisschen auflockern kann. Aber das werde ich dann nicht mehr in einem Video zeigen. Das wollte ich jetzt hier nur kurz sagen. Ich werde euch vielleicht bei dem nächsten Projekt sagen, okay, ob es funktioniert oder ob es nicht funktioniert. Abonniere deswegen den Kanal und ich will euch jetzt noch eine Kleinigkeit zeigen, weil wir gerade nur bei dem Thema sind, was dazulernen. Ich hier gerade was holen. Denn ich habe was bestellt, was auch für hier diese Hobelmaschine ist und das sind nicht diese Hobelmesser. Das werde ich euch aber nicht sagen, was das ist. Das wird es bald in einem Video geben. Das ist quasi eine günstige Möglichkeit, dass ihr so eine Hobelmaschine auf 1/10 genau benutzen könnt und nicht immer diese blöde mechanische Skala ablesen könnt. Darum wird es bald in einem Video gehen. Abonniere deswegen den Kanal, wenn du das nicht verpassen willst. Und hier noch so ein Thema, Hobelmesser. Viele haben ja auch schon diese Wendemesser drin, die sind tatsächlich auch hier drin. Nicht diese vierseitigen Wendeschneidplatten, die hat halt eben Wendemesser drin, die halt eben also Streifenwendemesser drin. Aber ich habe mich dazu entschieden, mir normale Streifenmesser zu kaufen. Das sind die größten, die es da halt eben für gibt. Die sind 35 mm breit und das bedeutet, wenn ich die gleichermaßen einmal im Monat, wenn ich viel Hobel runterschleife, dann werde ich die wahrscheinlich noch in 5, 6, 7, 8 Jahren haben. Und ja, das muss ich aber erst lernen. Ich habe eine Hobelmessermaschine und da habe ich jetzt ganz, ganz viel Material, um halt eben zu üben, dass ich solche Hobelmesser auch selbst schleifen kann. Also ihr seht, hier auf dem Kanal geht es so ein bisschen um Möbelbau, so ein bisschen um Metallbau und halt eben so ein bisschen was, dass man was fürs Leben lernt. Und das hier ist halt eben so eine Sache, die werde ich auch wieder für mein Leben mitnehmen. Bestes Beispiel noch das Projekt Bandsägenrestauration. Unfassbar viel gelernt und das will ich euch so ein bisschen auf den Weg mitgeben. Probiert einfach mal was aus. Wenn es schief geht, könnt ihr das immer noch anders probieren. Wie war das dieser Thomas Edison? Oh Gott, ich habe einen Sprachfehler. Thomas Edison. Thomas Edison. Genau den meine ich. Der hat auch oft genug probiert, bis er die Glühlampe zum Leuchten gebracht bekommen hat. Und das ist bei mir persönlich auch so ein bisschen der Antrieb. Und das soll es hier heute gewesen sein. Boah, ich schlafe ja, es ist super warm hier drin heute. Ja, das war die Ansprache. Es ist so aufgeräumt. Das ist, wenn man nichts arbeitet. Also, wenn man nichts baut. Jo, das soll es für heute gewesen sein. Ihr könnt dem Video gerne einen Daumen nach oben geben, wenn ihr wollt. Tschüssi!